Und das Beste an diesem Projekt ist, ihr da draußen, die hier gerade zuschauen, können mitmachen. Hey und willkommen zur allerersten Folge Minecraft Zeus. Das ist das neue Projekt, was ich mir schon seit Tagen überlegt habe. Und zwar hatte ich seit Tagen einfach keine Lust mehr, nur noch PvP zu bringen. Ich will nicht ein PvP-Let's Player sein oder nur ein PvP-Let's Player sein. Ich möchte halt so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das habe ich mir dann gedacht. Mach's ein Projekt auf, was mir persönlich sehr gefällt. Und zwar einfach nur Minecraft Vanilla. Ich habe ja früher Minecraft Scape gemacht. Das war auch ein Vanilla-Projekt. Und dies kam auch wiederum sehr, sehr gut an. Also Scape war ein Projekt, was sehr gut ankam und was mir auch persönlich am meisten Spaß gemacht hat. Und ja, dann musste das Projekt leider beendet werden. Leider konnte da nichts Großes machen. Deshalb möchte ich dann das Projekt so als Reload wieder starten. Und das Beste an diesem Projekt ist, ihr da draußen, die hier gerade zuschauen, können mitmachen. Klingt, irgendwie unfassbar, aber es ist wirklich so. Wie ihr mitmachen könnt und wer mitmachen kann, dies und das, werde ich gleich erzählen. Gut, das ist erstmal unsere Startbase. Ich werde dann bald versuchen, irgendwie eine Stadt aufzubauen. So, dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz. Das lassen wir mal da hinten. So, und zwar ist das so, viele sagen, sieht das geil aus, Moment. Okay, viele sagen, du bist ein PvP-Let's Player. Das würde ich mich persönlich nicht nennen, weil ich will einfach kein PvP-Let's Player werden. Ich möchte zwar PvP bringen, aber ich möchte mich nicht als PvP-Let's Player bezeichnen. So, und ich finde, solche Projekte sind richtig angenehm mit dem Shader, macht das richtig viel Spaß und chillt auch ein bisschen. Also, falls ihr da draußen irgendwie abends gucken solltet, dann habt ihr richtig, richtig viel Glück. Weil wenn man das abends schaut, dann hat man einfach richtig, richtig viel Bock mitzumachen. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist das für ein Resource Pack eigentlich? Ich benutze gerade das Resource Pack von Verif. Dies werde ich auch nochmal in die Beschreibung verlinken, also schaut auch bei dem vorbei. Sehr, sehr netter Typ auf jeden Fall. So, dann machen wir einfach mal hier ein bisschen runtergraben. So, was ich nur sagen könnte, viele werden sich jetzt fragen, hä, ich kann mitmachen? Ihr könnt da draußen mitmachen, also wie ihr mitmachen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, finde ich sogar, wenn Abonnenten mitmachen, macht das einfach viel mehr Spaß. Und ich möchte meiner Community ein bisschen näher rankommen und euch auch mal die Chance geben, bei so einem Projekt mitzumachen. Deshalb könnt ihr halt, wie gesagt, mitmachen. Und das soll für die Leute, die jetzt sagen, locker Leben nachmache. Es gibt in der Zeit so viele Server oder Projekte, die Leben nachmachen. Ich möchte mich ein bisschen davon enthalten. Und ich habe ja früher schon Vanilla gebracht, von daher würde ich mich nicht als Nachmacher bezeichnen. Und wie ihr baut und was ihr baut, ist mir eigentlich völlig egal. Ich will am Ende halt nur eine Stadt haben, eine Stadt mit Abonnenten, also eine Stadt, die wir zusammen mit Abonnenten gebaut haben. Und jetzt kommen wir erstmal wirklich zur Frage, wie kann man mitmachen? So, ich habe mir überlegt, dass ich mal jeden Samstag einen Abonnenten ins Projekt reinhole. Und wie ihr reinkommt, ist ganz einfach. Und zwar werde ich mir den aktivsten YouTuber, den ich in den Kommentaren sehe oder öfters sehe, werde ich, also bei jedem Video, nicht nur bei hier Minecraft Zeus, sondern bei jedem Video, zum Beispiel PvP oder auch hier Minecraft Zeus, den werde ich dann anschreiben und sagen, hey, willst du gerne mitmachen? Und wenn er sagt, ja klar, gerne, dann werde ich ihn einladen und ihn auch whitelisten. Auch wie gesagt, whitelisten. Und es ist eigentlich völlig egal, ob ihr jetzt irgendwie 100 Abonnenten habt, 1000 Abonnenten habt, 10.000 Abonnenten habt, 0 Abonnenten habt. Ihr müsst keine Abonnenten haben. Und ihr müsst auch kein YouTuber sein, ne? Also ist eigentlich völlig egal, Hauptsache Abonnenten, ne? Also es können, wie gesagt, Abonnenten mitmachen. Ihr müsst keinen Abonnenten haben oder irgendwie YouTuber sein. Ihr müsst nur halt ein Abonnent von mir sein. Und, das ist eigentlich so, ja, die Sache, wie ihr mitmachen könnt. Und ich habe mir auch wirklich viele Gedanken gemacht, was eigentlich so ein Nachteil ist, wenn man Abonnenten reinholt. Mein YouTube-Kollege Nico, aka Debi, hat auch schon mal so ein Projekt gemacht. Also nicht so ein Vanilla-Projekt, ich weiß nicht genau, was das war. Auf jeden Fall hat er auch so ein Projekt gemacht. Und das Projekt von ihm wurde von einem Abonnenten, den er reingeholt hat, gegrieft.
Das ist immer so ein Nachteil, was ich mir denke. Wenn ich so ein Projekt aufmache, macht zwar viel Spaß, aber es besteht einmal ein Problem, dass Abonnenten, denen man vertraut, das Projekt zerstören. Und das möchte ich halt unbedingt vermeiden, aber ich kann ja nicht jeden irgendwie im Kopf oder sein Gehirn irgendwie nachschauen, okay, der ist vertrauenswürdig und der nicht. Deshalb, wie gesagt, einfach mal gucken, hoffentlich kann man den anderen mal vertrauen oder meinen Abonnenten vertrauen und ich hoffe einfach mal nicht, dass die irgendwie nur Mist hier machen, weil das will ich echt vermeiden und boah, sieht das traumhaft geil aus, ne, ohne Witz. So, und wie gesagt, ich möchte einfach nur eine Stadt bauen und das Beste ist auch noch wirklich, was mir am meisten gefällt, ich möchte mit den Abonnenten eine Stadt bauen oder errichten und ich möchte am besten auch noch so machen, dass ich meine Abonnenten mit den anderen, also nicht anderen Abonnenten, sondern meine Abonnenten sollen sich, ich sag mal, unterhalten, kommunizieren, in Verbindung setzen, zusammen Spaß haben, also die soll ich einfach mal kennenlernen und das ist auch mal so ein wichtiger Punkt, zusammenhalten oder mal ein bisschen kennenlernen, das lasse ich mal hier, oder, ja, dass sie sich einfach mal kennenlernen und zusammen Spaß haben, das ist halt für mich auch sehr, sehr wichtig, deshalb, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal so ein Häuschen für diese Nacht und, gut, dann haben wir so ein paar Eichensetzlinge, ein bisschen Holz haben wir auch nochmal. So, da müsste alles ausreichen. So, deshalb, oh Mist, ich wollte eigentlich schon mit Eichenholz bauen, deshalb hole ich nochmal ein bisschen Holz. So, hole ich mir nochmal ein bisschen Holz. So, das war eigentlich das, was ich am meisten erzählen wollte. Also, wie gesagt, einfach nur ein Abonnentenprojekt. Und es werden nun nicht nur Abonnenten mitmachen, sondern auch YouTuber. Zum Beispiel meine YouTube-Kollegen, die ich mit denen halt mal aufnehme oder so. Also, wie gesagt, das kann eigentlich jeder mitmachen. Muss nicht immer Abonnent sein, aber Abonnenten können, wie gesagt, mitmachen. Und das Wichtige auch noch, finde ich, ist, dass ich euch mit diesen Videos, mit diesen Zeus-Videos, also Minecraft-Zeus-Videos, unterhalten kann und euch auch... falls ihr einen schlechten Tag hattet, mal ja, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Weil ich finde, solche Projekte sind einfach richtig chillig und machen auch richtig viel Spaß. Ja. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, kommt das Projekt jeden Tag? Ich möchte grundsätzlich jeden Tag einmal Minecraft Zeus bringen und einmal Minecraft PvP. Und es kommt halt meistens darauf an, ob ich Bock auf PvP habe. Ich möchte halt, wie gesagt, einmal PvP, einmal Zeus, einmal PvP, einmal Zeus bringen. Wenn ich aber denke, ich habe heute keine Lust auf PvP, dann kommt Zeus. Und wenn ich an dem Tag wieder keine Lust auf PvP habe, kommt dann wieder Zeus. Und falls ich keine Lust auf Zeus habe, was ich zwar nicht denke, kommt dann halt PvP. Also, wie gesagt, ist logisch, denke ich mal. Aber ich denke mal, das Projekt wird niemals Langeweile haben. Und ja. So, Projekt soll auch wirklich kein Lebennachmache sein. Und für die es immer noch nicht checken, ich habe ja früher schon ein Vanilla-Projekt aufgemacht, was aber leider abgebrochen wurde. Deshalb würde es sich gar nicht lohnen, irgendwie das Projekt nachzumachen. So, gut, wo könnte man hier... Oh, geil. Wo könnte man hier am besten ein Haus errichten? Das sieht alles sehr, sehr cool aus einfach. Ich würde sagen... nutzen wir hier diese kleine Plattform. So. Was ich nochmal sagen könnte, und zwar, für die Leute, die sich jetzt fragen, habt ihr diesen Server von Nitrado oder so bekommen? Nein. Ich habe ja einen Partner, und zwar preparedhoster.de. Die haben mir diesen Server zur Verfügung gestellt. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt mega korrekt auf jeden Fall. Also die haben mir einfach mal diesen Server zur Verfügung gestellt, damit ich dieses Projekt mit euch zusammen errichten kann oder ja, machen kann. Also vielen, vielen Dank nochmal an preparedhoster.de. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist echt richtig cool. Und da gibt es auch günstige Minecraft-Server und Teamspeak-Server und alles Mögliche. Also mega, mega nice auf jeden Fall. Und ich habe gerade richtig, richtig Schiss, weil alles richtig dunkel ist. Aber was sein muss, muss leider sein. Deshalb beeilen wir uns einfach mal. Zack. So, tun wir einfach mal hier die Werkbank hin. Es ist wirklich vielleicht dunkel für euch, aber ich kann da leider nicht viel machen. Ich möchte ja auch unbedingt nicht cheaten oder so. Das ist auf jeden Fall tabu. Und da sollten am besten einfach nur Gläser kommen. Aber da ich noch keine Gläser habe, deshalb tue ich einfach mal hier zack und zack. So. Okay, dann machen wir einfach mal fürs Erste einfach mal hier ein bisschen zu. Das wird zwar noch weiter gebaut, aber fürs Erste, wie gesagt, einfach mal provisorisch hier zubauen. So. Oh, hi. Lol, das ist aber leck. So, okay.
So. Gut. Wir haben leider keine Schafe gefunden. Das finde ich ein bisschen traurig. Deshalb würde ich sagen, gucken wir mal vielleicht ein, zwei Minuten nach Schafen. Wenn wir keine finden, gehen wir wieder zurück und beenden dann die Folge. Das ist aber nicht wirklich sehr schlau von mir, weil hier überall Skelette sind. Oh Mann, hier sind überall Skelette und ich gehe hier einfach raus. Das ist halt eben nicht schlau. Ich muss hier kurz weg. Gehen wir mal rein. So. Zack. Das ist eigentlich gar nicht schlau, was ich gemacht habe, weil es gibt hier gerade einfach mal so viele Zombies und Skelette und so. Das ist halt nicht schlau. So, okay. Gut, das ist unsere kleine Bude. Oh man, sieht das geil aus. Unsere kleine Bude. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier einfach mal. Wenn euch das Video gefallen hat und euch das Projekt gefällt und ihr unbedingt mitmachen wollt, dann lasst einfach eine positive Bewertung da und einfach einen Kommentar. Und wie gesagt, ich suche mir einfach die aktivsten Abonnenten raus und vielleicht habt ihr Glück und kommt ran, ne? Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Das kann man nicht wissen. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.